Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich bleib mal sicherheitshalber hier noch in dem Schleichmodus drin. Und versuche jetzt mal im Schleichmodus rauszukommen. Wir haben zwar bisher noch kein Problem damit gehabt, wenn uns Leute gesehen haben, zumindest von den Schlägern. Wahrscheinlich, weil wir bisher nicht aufgefallen sind. Allerdings muss ich es ja jetzt nicht unbedingt provozieren. Und so viel langsamer geht's ja mit dem Schleichen auch nicht. Also wäre mir, glaube ich, ganz lieb, wenn wir uns jetzt einfach hier rausschaffen könnten. Sind jetzt alle nach unten? Na, ich glaube nicht, weil hier sind ja noch ein paar... Ja, werden wir halt noch quasi als erkannt angezeigt. Wird aber jetzt weniger. Und die Lüftungsschächte bringen uns wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr, weil die ja wirklich nur so gesetzt waren, dass man halt hin, aber nicht mehr zurück konnte. Bisher sieht es zum Glück ganz gut aus. Das heißt, wir speichern nochmal. Und es geht weiter. Zwei Stockwerke noch. Ich frage mich, warum der gesagt hat, auf dem Dach des Parkhauses. Das war ja eigentlich genau das Gegenteil. Das war ja ganz unten, die unterste Ebene. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, da waren ja schon zwei, drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier gab es auch schon Stress. Aber zum Glück ist halt bis hier noch alles relativ ruhig für uns. Sieht echt gut aus. Da geht's nach oben. Ja, noch zwei Ebenen und dann dürften wir es geschafft haben. Freut mich. Eine dicke Stretch-Limousine. Wir müssen so im ollen Taxi rumgurken. Ist ja auch nicht das Wahre. Ja, ich glaube, ich bin mal gerade ein bisschen übermütig und laufe. Aber scheinbar sind ja auch echt alle ausgelöscht. Weil sie sind halt alle nach unten, wo sie sich halt dann gegenseitig gefetzt haben. Sehr, sehr praktisch. Gut, damit wären wir draußen. Dann schauen wir doch mal, können wir eigentlich in den Koffer reingucken? Unbekannter Inhalt. Larry hat sie gebeten, sie bei einer Übergabe im Parkhaus zu stehen, was sie offensichtlich taten. Ja. Gut. Geben wir das nochmal schnell ab. Hier haben sich wahrscheinlich wieder welche gefetzt. Ja, doch. Nee, Quatsch. Wo war denn Larry nochmal? Stimmt, der war hier hinten in der Ecke. Gut, gehen wir hier rüber. Ja, genau. Neben dem Confessions-Ding. Auch da müssen wir dann immer mal dran denken, regelmäßig vorbeizuschauen, um unser Geld abzuholen. Hallo, Larry. Partner. Ich habe den Aktenkoffer. Outstanding. Pass it over here, partner. Yeah, that's beautiful. Everything looks in order. Somebody somewhere got to be pissed off by losing this. Too bad I sent my man right here after him. All right, let me peel off a few bills for you. I'll just drop this off to the new owner in the morning. Then I'm gonna give me a big old steak. Not that domestic stuff neither. I'm gonna order 32 ounces of Kobe beef, the expensive shit. You wanna come? My treat. Gerne. Ich muss sie leider ablegen. Tagsüber bin ich nicht verfügbar. Aber so ein Steak hätte schon was. So.
Ich müsste mal ein bisschen shoppen, Larry. Hast du jetzt irgendwas Neues? Ich glaube ja nicht. Bisher nur Rabatt wahrscheinlich. Ja, das ist ja das Billigding, was wir am Anfang schon hatten, oder? Ja. Gut, Munition brauche ich im Moment nichts. Alles klar. Hätten wir das auch erledigt. Cool. Dann, ja, machen wir uns jetzt mal wieder auf die Suche nach dem Konservenbill. Erstmal noch ein bisschen unsere. Looking for a date? Yep. Let's go somewhere more intimate. You lead the way. Erstmal ein bisschen unsere Blutvorräte wieder auffrischen. Und wo geht's eigentlich hier hin? Nirgends. Okay, honey. Let's see what you got. Alles klar. Scheinbar scheint es die anderen Leute jetzt nicht so sonderlich zu stören, also die Penner. Oder die freuen sich hier über die Gratis-Show. Ah, toll. Schön Blut gekotzt. Komplett? Ah, toll. Ja gut, das war dann halt die Sache mit dem Blutbad. Bist du ein niederer Mensch? Dann könnten wir dich ja eigentlich mal nehmen. Ja, das sieht besser aus. Oh, ein Schläger. Alles klar, so, dann geht es jetzt aber mal endlich zum Last Round. Und dass wir jetzt mal, ja, nachgucken, wo dieser Konservenbill ist. Die sieht ja schon mal etwas edler aus, die Dame. Vielleicht gibt es ja auch gute Nutten und nicht so gute Nutten. Also leckere Nutten und nicht so leckere Nutten, meine ich damit. Last Round war hier hinten, genau. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon mal gut irgendwie diesen Konservenbill konnte ich da nicht finden. Gegenüber vom Last Round ist ja auch schon ein relativ weiter Begriff, glaube ich. Hier ist ja nix. Du hast uns ja schon geholfen. Aber alle am Telefonieren sind hier. Alte Oma, hier geht's nicht weiter. Du bist ja nicht Konservenbill, oder? Hier geht's. Ja, hier geht's weiter, aber. Ach, vielleicht sollte ich mir einfach mal unten in der Kanalisation umsehen. Das wäre doch was. Jetzt
haben wir hier ein paar Ratten. Ein Schloss, das wir gerade nicht so knacken können. Okay, dann nehmen wir mal gerade die Blutmacht. Wo führt denn das jetzt schon wieder hin? So ganz geheuer ist mir dabei ja nicht. Ach du Scheiße. Da hängt jemand rum. Wer zum Teufel bist du? Brother Canker, they called me. High Lord in the diseased halls of the dead. Look around you. The blood. The bloated bodies. The maggot-ridden mortal shells. These are the signs. The coming of a new age. Okay, und warum ernährst du dich von Obdachlosen? Was zum Teufel geht eigentlich hier vor? The Brotherhood of the Ninth Circle. The darkest dawn is almost upon us. Come, join us in these last nights, spreading our disease upon the earth, sharing this unholy communion with our human herd. Wofür zum Teufel redest du da? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich habe genug gehört. Dann hol's dir, Bruder. Ach, wieso ist nach Gesprächen immer die Waffe wieder weg? Das ist ein wenig unnötig, ja, jetzt. Laden wir neu. Blutmacht will ich nicht, ich hätte ganz gern Blutheilung. Ich glaube, die Uzi ist auch gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, die muss ich ja dann eh gleich nochmal neu auswählen. So, das kennen wir alle schon. Au. Ah, da ist jetzt zu. Alles klar. Okay, ich muss aber die Waffe wechseln. Das wird so nix. Das wird auch so nix, merke ich gerade. Wie wär's denn mit der Instagram?
Wieder ein paar Clipping-Fehler hier. Achso, ich sollte, glaube ich, zurückspringen. So, zack, zack, zack. Friss Instagram. Wieso eng? Ach, das scheiß Pfeiler, wo ich gerade dran häng. Ich habe auch Blutmacht und nicht Blutheilung ausgerüstet. Ich glaube, das wird nichts mehr. Zu viel Energie schon also Blutdings verbraucht. Wir haben nur nicht mal auf die Hälfte runter. Nee. Ja gut. Scheiße vorbereitet. Dann war klar, dass ich jetzt hier drauf gehe. Ärgerlich. Irgendwann wird das doch nochmal klappen. So. Blutmacht weg. Blutheilung drauf. Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, ob die Instagram da jetzt besser ist. Ich steck's mal weg, vielleicht kann ich es dann irgendwie schneller ziehen. Naja. Nee, ist natürlich wieder die... Das ist so nervig, dass er diese Fernkampfwaffen nicht ausgewählt hat. Jetzt habe ich hier schon wieder... Ah, ich kann hier auch nicht gleichzeitig rückwärts laufen und auswählen. Fuck. Ja, ich glaube, die Instagram ist hier doch die bessere Wahl. Gut, also jetzt Blutheilung, Instagram und hoffen, dass es mal funktioniert. Vielleicht kriegen wir es ja echt in der Folge noch hin. So. Ich speichere jetzt einfach mal hier mit der Blutheilung ab. Dann müssen wir das nachher nicht nochmal machen. La 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 la. Ja, wir sind auch durch dieses Wasser einfach zu langsam. Und die Pfeiler hier, die verlangsamen das halt nochmal zusätzlich. Jetzt könnte es sogar funktionieren. Genau, lad nach. Jetzt komm, geht drauf. Noch kein Blut mehr. Ja, 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 ja. Voll. Puh. Geht doch. Wir haben Maskeradenbonus bekommen. Ein paar Clipping-Fehler. Gewonnene Erfahrung. Könnten ja an den Ventilen drehen. Halt keine Ahnung, was das jetzt bringt. Ich mach's einfach mal. So, hat sich jetzt irgendwas geöffnet. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich das Gitter wieder öffnen. Jawohl. Ja, das sieht aus wie ein Kollege von, wahrscheinlich der Bruder von
von Chunk. Und bei so Sachen wundert es mich echt, dass das Spiel ab 16 Jahren freigegeben wurde. Was war das jetzt? Ach, wir können jetzt hier rumschwimmen. Wie liegt das denn? Was haben wir denn hier hinten? Ah, hier kommen wir raus. Gut. Ja, an den ganzen Ratten vorbei. Ich glaube, da will ich nicht runter. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.